German in record time. Hello, this is Dr. Krüger, your German professor. I am going to help you learn German in a new and easy and enjoyable manner. I suggest you read the flyleaf of your album cover. It offers many valuable suggestions. Now open your book to page 13. Follow the native speakers, glancing at the same time at the English sentences above the German. Play the first band or two, and try to associate the words you hear with the German words printed in bold type. Now replay them. The speaker will pause long enough to permit you to repeat what he has said. Imitate his pronunciation and inflection as closely as you can, and see how easily and naturally you will be speaking and understanding some of these German words and phrases in record time. Basic questions and answers. Asking for information is both necessary and elementary. Try these simple sentences to get the feel of German. And by changing a word or two, you can already construct your own questions and answers. Wer ist das? Das ist mein Vater. Onkel, Großvater. Wer ist das? Das ist meine Mutter. Tante, Großmutter. Wer ist der Junge? Das ist mein Bruder. Vetter, Neffe. Wer ist der andere Junge? Das ist mein älterer Bruder. Wer ist dieses Mädchen? Sie ist meine jüngere Schwester, Cousine, Nichte. Wer sind Sie? Sie sind meine Großeltern. Dieses große Mädchen ist meine Freundin. Ist das wahr? Wo ist mein Hut? Hier ist er. Wo ist Ihre Aktentasche? Dort ist sie. Wo ist Ihre Handtasche? Sie ist hier. Wo ist die Toilette? Das Badezimmer. Sie, es, ist rechts, links. Wo ist Johanns Zimmer? Es ist geradeaus. Wo ist Marias Zimmer? Es ist ein Stockwerk höher. Wer hat meine Notizbücher? Paul hat sie. Mit wem hast du gesprochen? Mit meinem Freund Peter. Wer sind die Männer? Sie sind die Freunde
meines Sohnes. Wer sind die Mädchen? Sie sind Mitschülerinnen, Schulfreundinnen meiner Tochter. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie nicht kommen kann. Was ist Liebe? Es ist ein wundervolles Gefühl. Was ist Ihr Beruf? Ich bin Verkäufer. Welches von diesen Büchern gefällt Ihnen am besten? Dieses. Sentences with him, her, and it. The German personal object pronouns are important and easy to learn, as most of them resemble English. Note the polite and the familiar forms of the pronoun you in German. Heinz hat es ihm gegeben. Er hat es mir gegeben. Ich habe es ihr gegeben. Sie hat es uns geschickt. Wir haben es Ihnen, dir, euch gegeben. Sie haben, du hast, ihr habt es Ihnen nicht gegeben. Geben Sie. Gib, gebt es mir. Geben Sie, gib, gebt es ihm nicht. Schicken Sie es ihr. Schicke es ihr. Schickt es ihr. Schicken Sie es uns. Schicken Sie es Ihnen nicht. Uses of A, N, and the. These three little words have several forms in German. Learn to use these articles correctly. Die Schweiz ist eines der schönsten Länder in Europa. Bonn ist die Hauptstadt der Deutschen Bundesrepublik. Sie wohnt in der 10. Straße. Der Soldat trägt das Gewehr. Vorsichtiges Fahren fördert die Verkehrssicherheit. Er ist Tänzer. Sie ist ein kluges Mädchen. Was für ein Narr.
Schade. Questions using anybody and anything and the answers. Here we have the indefinite pronouns, useful and easy to use. They apply to people and things not specifically named. Ist jemand gekommen? Niemand ist gekommen. Ist jemand hier gewesen? Jemand ist hier gewesen. Haben Sie Briefe erhalten? Ja, ich habe einige erhalten. Nein, ich habe keine erhalten. Haben Sie amerikanische Zeitschriften? Ja, ich habe einige. Hier ist eine. Haben Sie englische Zeitungen? Es tut mir leid. Ich habe keine. Haben Sie Feuer? Nein, leider nicht. Verkaufen Sie Milch hier? Jawohl. Bitte, geben Sie mir eine Flasche. Haben Sie Geld? Nein, ich habe kein Geld. Was haben Sie gegessen? Ich habe etwas Käse gegessen. Was haben Sie gekauft? Ich habe einige Kleider und ein Kostüm gekauft. Sentences on adjectives. For description and clearer meaning, adjectives are used, as in English, to modify nouns. Helene ist größer als Maria. Gretchen hat weniger Humor als Lise. Gretchen ist so groß wie Maria. Gretchen ist nicht so groß wie Maria. Anna ist das größte der Mädchen. Diese Straße hat mehr Verkehr. Ich nehme etwas mehr Fleisch. Bitte nehmen Sie etwas mehr. Ich will nicht mehr. Sie wollen nicht länger hier bleiben. Sie wollen nicht mehr hier bleiben. Er kann nicht mehr dorthin gehen. Das Mädchen im blauen Seidenkleid wurde zur Ballkönigin gewählt. Mein großer Freund hat einen neuen roten Wagen. Basic types of sentences.
Learn these typical German constructions, the building blocks with which you will form the thoughts you want to express when you have mastered some of the vocabulary. Diese Lektion ist leicht. Diese Lektion ist nicht schwer. Ist diese Lektion leicht? Sie ist leicht. Ist dieses Zimmer nicht groß? Ja, es ist groß. Ich habe Clara das Buch gegeben. Ich habe es Clara gegeben. Ich habe es ihm gegeben. Sie ging hin. Ging er hin? Er ging nicht hin. Gingen Sie nicht hin? Ja, Sie sind dorthin gegangen. Ich will in die Schule gehen. Du willst nicht in die Schule gehen. Ihr wollt. Wer will in die Schule gehen? Wollen Sie wirklich in die Schule gehen? The relative pronouns and word order. Note the changed position of the verb when forming German sentences with who, whom, and which, and similarly when using if to express doubt or condition. Wer ist die Dame, mit der ich dich gestern gesehen habe? Sah. Sie ist meine Tante, die gerade von Europa ankam, angekommen ist. Wer Sprachen mit Schallplatten studiert, kann sie richtig aussprechen und leichter erlernen. Das Mädchen, zu dem ich sprach, ist meine Verlobte, Braut. Der Junge, Knabe, dessen Vater mein Lehrer ist, wohnt hier. Sag mir nicht, dass dieses blaue Buch nicht deins ist. Als sie kam, ging er. Wenn Kurt kommt, erzähl ich es ihm. Wenn Kurt kommt, werde ich es ihm sagen. Sollte Kurt kommen, so würde ich mit ihm darüber sprechen. Wenn Kurt gekommen wäre, so hätte ich mit ihm darüber gesprochen. Als Kurt ankam, erzählte ich ihm
die Neuigkeit. Neuigkeiten. Wenn Kurt nicht gekommen wäre, so wäre ich ihm sehr böse gewesen. Everyday conversations. Now that you have become acquainted with the various German parts of speech, you are ready for the common phrases you will hear and speak most often. Let us start with basic expressions. Guten Morgen. Guten Abend. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Hallo. Guten Tag. Danke. Bitte. Entschuldigen Sie. Bitte. Wie viel kostet es? Wo? Wann? Ich will. Geben Sie mir. Gib mir. Gebt mir. Wo ist, sind? Sprechen Sie Englisch? Ich verstehe nicht. Sprechen Sie, sprich, sprecht, langsamer. Ich heiße Heidi. Wie geht es Ihnen, dir, euch? Getting to know you. With your new language, you will meet many new people and make new acquaintances. See how pleasant this sounds. Darf ich Herrn, Frau, Fräulein Neumann vorstellen? Das ist meine Frau. Und das ist mein Sohn, meine Tochter. Sie sprechen Deutsch, wie ich sehe. Ein wenig, aber sehr schlecht. Keineswegs. Durchaus nicht. Können Sie verstehen, was ich sage? Sind Sie jetzt zum ersten Mal in Deutschland? Ja, meine erste Reise. Unterhalten Sie sich gut? Sehr. Das Land gefällt mir. Wo wohnen Sie in den Vereinigten Staaten? Ich wohne in New York. Besuchen Sie mich, wenn Sie jemals in meine Gegend kommen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich hoffe, dass ich annehmen kann. Vielleicht können wir zu Mittag essen. Oder trinken wir noch ein Gläschen, bevor Sie abfahren. Ich habe einen Empfehlungsbrief an Herrn Müller. Ich werde mich 10 Tage in Berlin aufhalten. Counting. For the traveler, for the businessman, and for everyday conversation, numbers are necessary. We start with the cardinal numbers. Practice these diligently. You will be glad you did. Eins. Zwei, drei, vier, fünf.
sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreißig, einunddreißig, vierzig, einundvierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, einundsiebzig, achtzig, einundachtzig, neunzig, einundneunzig, hundert, tausend, eine Million. The ordinal numbers. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte. The fractions. Halb. Die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, drei Viertel, ein Achtel, anderthalb. The clock and the calendar. Time is of the essence, is an old saying, and dates too are important. Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr vormittags. Es ist ein Viertel nach drei nachmittags. Viertel vier. Es ist 3:15 Uhr. Es ist 6:30 Uhr. Es ist ein Viertel vor neun. Die Tage der Woche sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonnabend, Sonntag. Die Monate des Jahres sind Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Die Jahreszeiten sind Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wie ist das Wetter? Es ist ein schöner Tag. Es ist schön. Es regnet, schneit. Es regnet leicht. Was für, welche Feiertage gibt es in Deutschland? Neujahr, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Am 16. Juni 1967
werde ich 31 Jahre alt sein. Stranger in town. Here are some phrases you will want to know if you plan to travel abroad. They will help make difficult situations less trying. Spricht hier jemand Englisch? Ich habe mich verlaufen. Wo wollen Sie hin? Wohin wollen Sie? Verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Bitte sprechen Sie langsam. Ich bin Amerikaner. Bitte wiederholen Sie das noch einmal. Was sagen Sie? Ich kann meine Brieftasche nicht finden. Man hat mich bestohlen. Rufen Sie die Polizei, bitte. Wo ist das Polizeirevier? Dort. Hilfe! Feuer! Führen Sie mich zum amerikanischen Konsul. Ich habe meinen Mantel im Zug liegen lassen. Wie kann ich ihn zurückbekommen? Ich kann mein Hotel nicht finden. Können Sie mir helfen? Ich habe meinen Regenschirm verloren. Können Sie mir sagen, wo das Fundbüro ist? Bitte belästigen, stören Sie mich nicht. Ich rufe einen Polizisten, Schutzmann. Wohin führen Sie mich? Zum Polizeirevier. Zur Polizeistation. Sie sind verhaftet. Ich brauche einen Rechtsanwalt. Sind Sie verletzt? Ich möchte einen Anruf machen. Telefonieren. Bitte geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Wie heißt Ihre Versicherungsgesellschaft? Wie schwer ist Ihr Wagen beschädigt? Ich habe meinen Handkoffer verloren. Er ist mit den Anfangsbuchstaben AR bezeichnet. Haben Sie ein solches Gepäckstück? Sollte es eintreffen, rufen Sie mich bei Herrn Müller an. Aboard ship. You're on the way. This may be your first opportunity to try out your new knowledge of German. Ich reise Kajüte.
Kabinennummer 50. Können Sie mir bitte die Richtung geben? Sie sind auf dem C-Deck. Bringen Sie unser Gepäck in unsere Kajüte, Kabine. Wann? Um wie viel Uhr wird das Mittagessen serviert? Die erste Mahlzeit ist um 12 Uhr. Die zweite ist um 1. Ich möchte einen Liegestuhl mieten. Wie viel kostet ein Liegestuhl? Der Preis ist $3. Um wie viel Uhr, wann wird das Schiff morgen anlegen? Wir werden um 8 Uhr in Hamburg anlegen. Achten Sie darauf, dass mein Gepäck zeitig bei Zeiten an Land gebracht wird. Plane travel. Don't be up in the air when traveling by plane. Here are some helpful phrases. Gibt es ein Flugzeug nach München? Wann fliegt es ab? Wie lange dauert der Flug? Was kostet die Fahrt? Bitte eine Fahrkarte nach Köln. Bitte einen Sitzplatz am Fenster. Einen Fensterplatz. Wird auf diesem Flug Mittagessen, Abendessen serviert? Wie viel wiegt mein Gepäck? Es hat 5 Pfund Übergewicht. Wie komme ich zum Flughafen? Wann geht der Autobus zum Flughafen? Darf ich Ihre Fahrkarte sehen? Sie haben Sitznummer 30. Stewardess, wird das Flugzeug fahrplanmäßig landen? Stewardess, ich bin luftkrank. Haben Sie ein Heilmittel? Wird das Flugzeug pünktlich ankommen? Wir sollen fahrplanmäßig in einer Stunde in Bonn ankommen. All aboard. Travel by rail. Picturesque railroad trips in Germany will be more enjoyable if you remember these useful sentences. Wo ist der Schalter? Eine Fahrkarte nach Frankfurt. Erste, zweite Klasse. Wie viel kostet die Fahrkarte? Eine einfache Fahrkarte. Hin- und Rückfahrkarte. Wann fährt dieser Zug ab? Wann kommt er an? Ist es ein Schnellzug, D-Zug,
oder ein Personenzug. Ist dieser Platz besetzt? Ist Rauchen hier erlaubt? Die Fahrkarten, bitte. Der Speisewagen ist jetzt offen. Bitte, wo ist die Toilette? Ist der Zug pünktlich? Ja, wir kommen in 10 Minuten an. Going through customs. Make the best of this necessary procedure with these essential phrases. Bitte öffnen Sie Ihr Gepäck. Haben Sie irgendetwas außer Kleidungsstücken? Ja, einige Toilettenartikel. Und meinen Fotoapparat. Ist der Fotoapparat für Ihren persönlichen Gebrauch? Jawohl. Wie viel Zigaretten haben Sie bei sich? Ich habe 2 Kartons. 400 Zigaretten. Das ist das erlaubte Maximum. Zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Wollen Sie bitte einen Gepäckträger holen? Gepäckträger, bitte nehmen Sie meine Koffer. Zur Taxi-Haltestelle. Zur Autobus-Haltestelle. Wie viel verlangen Sie? Bitte folgen Sie mir. Taxi. The taxi driver will become your friend more quickly if you can speak to him in his native German. Taxi, bringen Sie mich zum Geschäftszentrum. Ich habe es eilig. Gibt es einen schnelleren Weg? Was für ein Gebäude ist das rechts? Bitte fahren Sie nicht so schnell. Halten Sie an der Ecke. Was kostet die Fahrt? Bus stop. Bus travel is the most widely used form of transportation in the world. Learn these required sentences for your greater convenience. Wo ist die Autobushaltestelle? Hält hier der Autobus nach Köln? Wann fährt der nächste Autobus nach München? Ich fahre nach Hamburg. Wie oft fahren die Autobusse? Eine Fahrkarte, bitte. Bitte, sagen Sie es mir, wenn wir in Bonn ankommen. Fahrer, bitte lassen Sie mich aussteigen. Wie spät fahren die Autobusse auf dieser Strecke? Motoring through the country. If you should travel by auto in Germany, you will often find yourself where no English is spoken. These phrases can be most important. Wo ist die nächste Tankstelle? Füllen Sie den Tank. Geben Sie mir 20 Liter Benzin. 1 Liter Öl. Sehen Sie nach Öl, Wasser und Batterie.
Ist das der Weg nach Wiesbaden? Geradeaus 45 Kilometer. Bitte prüfen Sie meine Reifen. Biegen Sie an der nächsten Straßenkreuzung links ab. 18 Kilometer von hier ist eine Umleitung. Können wir Wien noch vor Dunkelheit erreichen? Welcher Ort ist das? Wohin führt diese Straße? Ich habe eine Panne. Meine Scheinwerfer funktionieren nicht. Wo kann ich etwas reparieren lassen? Senden Sie jemand, um meinen Wagen zu reparieren. Kann ich bitte etwas Wasser für meinen Wagen haben? Bitte bringen Sie mich zur nächsten Garage. Können Sie bitte meinen Wagen etwas anschieben? Können Sie mich nach Salzburg mitnehmen? Auto Care. Parts and Tools of the Car. Der Gashebel, die Batterie, die Stoßstange, die Bremse. Das Kabel, die Ketten, die Kupplung, der Türgriff. Der Motor, der Kotflügel, der Hammer, der Scheinwerfer, die Haube, die Hupe, der Zündschlüssel, der Wagenheber, der Schlüssel. Die Zange, das Seil. Der Schraubenzieher, die Zündkerzen, die Feder, der Anlasser, das Steuerrad. Das Schlusslicht, der Reifen, der Schlauch, das Rad, der Scheibenwischer, der Schraubenschlüssel. At the hotel. You are now at your home away from home. Be prepared with these sentences and make your stay more pleasant. Ich habe brieflich ein Zimmer reserviert. Haben Sie für mich ein Zimmer reserviert? Ich reservierte ein Einzelzimmer. Haben Sie ein Zimmer mit einem Doppelbett? Ist das ein Zimmer mit Bad? Was kostet dieses Zimmer? Ich beabsichtige, 10 Tage hier zu bleiben. Der Tagespreis ist 25 Mark. Für eine Woche haben wir ermäßigte Preise. Von 150 Mark. Schließt das Bedienung und Steuer ein? Haben Sie ein etwas weniger teures Zimmer? Ich wünsche ein kleineres Zimmer. Ja, dieses Zimmer ist mir recht. Ist das Frühstück in den Preis eingeschlossen? Bitte lassen Sie mein Gepäck heraufbringen. Wollen Sie sich bitte einschreiben? Bitte geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ist eine Toilette auf dieser Etage? Wo ist das Badezimmer? Ich möchte ein Bad nehmen. Sagen Sie es mir, sobald es bereit ist.
Bringen Sie mir noch einige Kleiderbügel. Wollen Sie mir ein Kleid aufbügeln? Ich brauche es wieder um 7 Uhr. Ich wünsche, um 6.30 Uhr geweckt zu werden. Bitte senden Sie das Frühstück um 8 Uhr herauf. Wo ist der Speisesaal? Ich wünsche Kaffee und Brötchen. Ich erwarte Besuch. Bitte sagen Sie ihm, er möchte in der Empfangshalle auf mich warten. Ich beabsichtige, morgen abzufahren. Ich mache eine Reise nach Österreich. Kann ich einiges Gepäck hier lassen? Ich werde am Dienstag zurückkommen. Bitte machen Sie meine Rechnung fertig. Halten Sie ein Taxi für mich bereit. Bitte bestellen Sie ein Taxi. Unser Aufenthalt hier war sehr angenehm. Renting a room. For the person who plans to stay for a considerable length of time, renting a room may be more economical and more home-like. Be more at home by learning these German phrases. Wünschen Sie ein möbliertes oder unmöbliertes Zimmer? Ich möchte ein möbliertes Zimmer mit Bad. Ich esse auswärts zu Mittag. Wollen Sie ein Zimmer mit Aussicht auf die Straße oder auf das Meer? Ich nehme das mit Aussicht auf den See. Ich werde längere Zeit hier bleiben. Notieren Sie alle Anrufe und Bestellungen. Und sehen Sie nach meiner Post. Wenn Freunde kommen, bringen Sie sie auf mein Zimmer. Ich möchte noch eine Decke. The Sidewalk Cafe. You like these leisurely resting places. Place your order in German. Herr Ober, ein Glas Bier bitte. Einen Scotch Whisky. Was für Obstsaft haben Sie? Wir haben Orangensaft, Tomatensaft und Pampelmusensaft. Ein Glas Sherry. Was für Liköre haben Sie? Ein Glas Rotwein. Die Rechnung bitte. Dining out. In German restaurants, at home or abroad, your knowledge of the language will give you more satisfaction. Können Sie mir ein gutes Restaurant empfehlen? Ich möchte einen Tisch für 7 Uhr reservieren. Einen Tisch für 2 Personen, bitte. Darf ich um Ihre Speisekarte bitten? Woraus besteht dieses Gericht? Was ist Ihre Spezialität? Was empfehlen Sie? Ich schlage vor, Sie essen Sauerbraten. Bringen Sie mir einen Krug Eiswasser. Ein Glas Wasser, bitte. Meine Frau bekommt Tomatensaft. Ich beginne mit Pastete. Wir nehmen Erbsensuppe. Als Hauptgang hätte ich gern Wiener Schnitzel.
Bitte bedienen Sie uns schnell. Wir sind in Eile. Wünschen Sie etwas zu trinken, mein Herr? Darf ich die Weinkarte sehen? Welcher Wein passt zu dieser Speise? Eine halbe Flasche Rotwein. Bringen Sie mir ein Glas Landwein. Der Wein scheint ein bisschen sauer. Herr Ober, Sie haben mir keine Serviette gegeben. Etwas Brot, bitte. Haben Sie Brötchen? Noch etwas Butter, bitte. Bringen Sie Gefrorenes als Nachtisch. Kellner, die Rechnung, bitte. Ich glaube, Sie haben sich verrechnet. Ich will noch einmal nachrechnen. Sie haben recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Bezahlen Sie bitte an der Kasse. Das Essen hat uns sehr geschmeckt. Die Bedienung war ausgezeichnet. Eat like the natives. After learning this list of German dishes, you will be able to order from German menus without embarrassment. And you'll know what you're getting. Bachforelle, Brathuhn, Bratkartoffeln, Braunschweiger Wurst, Eierpfannkuchen, Gänsebraten, gebratene Frikandellen, gehacktes, geräucherter Schinken, Hammelkeule mit Kartoffeln, Hammelkotelett, Holsteiner Schnitzel, Kalbskotelett, kalter Aufschnitt, Königsberger Klops, Leberwurst, Ragout, Sauerbraten, Schinken mit Eiern, Schweinebraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen, Schweinekotelett, Spanferkel, Schmorbraten, Wiener Schnitzel, Erbsensuppe, Fleischbrühe, Gemüsesuppe, Graupensuppe, Hühnersuppe, Tomatensuppe, Apfelkuchen, Gefrorenes, Himbeereis, Mandeltorte, Mohrenköpfchen, Streuselkuchen. Sightseeing. A few useful phrases will enable the tourist to find his way about on his own. Ich kann 3 Tage hier bleiben. Ich möchte gerne die Kathedrale sehen. Ich möchte auch einige historische Plätze sehen. Und die Marktplätze. Morgen beabsichtige ich, das Nachtleben kennenzulernen. Empfehlen Sie mir keine zu teuren Plätze. Hier sind einige, die ich besuchen will. Können wir eine Tour dieser Plätze machen? Sagen Sie mir, wenn wir zu jedem kommen. Sagen Sie mir, was für Plätze es sind. Ich möchte die wichtigsten Dinge sehen. Ich möchte länger hier bleiben.
Ich denke, ich habe genug gesehen. Ich bin müde. Ich möchte gern ins Hotel zurückkehren. Snapshots for remembrance. Every event is remembered more clearly when we have photographs to help. Learn these camera terms to make picture taking easier. Würden Sie mir erlauben, eine Aufnahme von Ihnen zu machen? Fahren Sie nur mit Ihrer Arbeit fort. Blicken Sie nicht in den Apparat. Wenden Sie sich bitte nach dieser Seite. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Mühe. Ich möchte Ihnen das für Ihre Mühe geben. Ich möchte einen Rollfilm Nummer 620. Haben Sie Farbfilm? Würden Sie mir bitte den Film einspannen? Der Verschluss klemmt. Wollen Sie bitte nachsehen? Wie kommt es, dass mein Film zerkratzt wurde? Meinen Sie, dass ich einen Filter benutzen soll? Bitte entwickeln Sie diese Rolle. Bitte machen Sie eine Kopie für jedes Negativ. Wann ist es fertig? Verkaufen Sie Blitzlichtbirnen? Shopping with assurance. To make sure of buying correctly and probably save money doing so, you will find these German sentences most valuable. Wo sind die bedeutendsten Kaufhäuser? Ist es zu weit, dorthin zu Fuß zu gehen? Welcher Autobus wird mich hinbringen? Guten Morgen. Darf ich mir Ihre Ware ansehen? Wollen Sie mir einen davon zeigen? Wo wurde er gemacht? Zeigen Sie mir das. Ich möchte ein Kleid, ein Kostüm, einen Rock, eine Bluse, ein Unterkleid, ein Nachthemd, ein paar Handschuhe, einen Hut sehen. Ich brauche einen Anzug, eine Hose, eine Jacke, einen Mantel, ein Hemd, eine Krawatte, Socken, Schuhe. Das ist zu klein. Das ist zu eng. Haben Sie das in einer helleren Farbe? Haben Sie etwas Besseres? Aus was für einem Material besteht es? Wie viel kostet es? Das ist schön. Bitte packen Sie es ein. Bitte senden Sie es zu meinem Hotel. Ich nehme es mit. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Ich möchte das an meine Heimatadresse versandt haben. Wie viel kostet das per Elle? Was haben Sie für eine Fünfjährige? Haben Sie Kleider mit Stickerei? Was kostet diese Wildlederjacke? In welchem Land wurde sie gemacht? Zeigen Sie mir ein Seidenkleid. Haben Sie meine Größe in Grün?
Mir gefällt das aus schwarzer Kunstseide. Wie lang ist das hellrote? Haben Sie dieses Hemd in Blau? Wo ist die Lederwarenabteilung? Im zweiten Stock. Was kostet diese Alligator-Handtasche? Ich nehme diesen Gürtel. Ich will ein paar Schuhe kaufen. Welche Farbe wünschen Sie? Schwarz, braun oder weiß? Ich möchte ein paar braune Schuhe sehen. Ich glaube, diese werden Ihnen nicht passen, mein Herr. Sie sind zu eng und auch zu kurz. Sie haben recht. Ich brauche eine größere Nummer. Was kostet dieses Parfum? Haben Sie eine kleinere Flasche? Was kosten diese Ohrringe? Zeigen Sie mir bitte dieses Armband. Zeigen Sie mir ein silbernes Tablett. Stimmt es, dass Sie Silbersachen nach Angaben oder Vorlagen anfertigen? Laundry and cleaning. Wherever you go, you'll want to know these helpful phrases about dry cleaning and laundering. Bitte lassen Sie das chemisch reinigen. Wie lange dauert es? Ich möchte gern diesen Anzug aufgebügelt haben. Kann ich ihn heute Nachmittag wieder zurückhaben? Diese Hemden müssen gewaschen werden. Keine Stärke, bitte. Bitte waschen Sie dieses Kleid. Bitte bügeln Sie die Hosen. Wann werden Sie fertig sein? Ich muss sie morgen haben. Können Sie an meinem Oberhemd einen Knopf annähen? Das ist zerrissen. Können Sie es flicken? Hairdressers and barbers. Be prepared with these German sentences. You'll use them often. Können Sie mir einen guten Friseur empfehlen? Ich möchte meine Haare gewaschen und frisiert haben. Wünschen Sie eine Dauerwelle? Wie viel kostet es? Haarschneiden bitte. Ganz kurz bitte. Nicht zu viel von oben abschneiden. Kürzer bitte. Ich möchte mich zum Maniküren anmelden. Wann können Sie mir die Haare waschen? Rasieren, bitte. Going to church. There are many historical and picturesque churches you may want to visit. Here are some phrases you should know. Ich möchte zur Kirche gehen. Wo ist die Kirche? Wo ist der Dom? Wo ist die Synagoge? Was für eine Kirche ist das? Eine katholische Kirche. Eine protestantische Kirche. Wann beginnt der Gottesdienst? Welche Kirche hält den Gottesdienst in Englisch ab? Ich möchte den Pastor sprechen.
theater going. German, Austrian, and Swiss culture offer much to the student or the traveler. Ticket buying is not difficult. Ich möchte zwei Karten für Faust haben. Haben Sie Sitzplätze für heute Abend? Wo sind die Sitze? Können Sie mir einen Sitzplan des Theaters zeigen? Bitte geben Sie mir zwei Parkettsitze. Um wie viel Uhr beginnt die Vorstellung? Nightlife. Much of the flavor of a country is reflected in its nightclubs. Know your way around. Ich will mehrere Nachtlokale besuchen. Ich möchte mir gerne einige gute Revuen ansehen. Welche empfehlen Sie? Sind sie sehr teuer? Gibt es einen Minimumpreis? Gibt es noch andere Kosten? Wann fängt die Vorstellung an? Es ist ein Irrtum in der Rechnung. Lassen Sie bitte meine Rechnung richtigstellen. Exchanging money. This is of utmost importance in business or travel. Was ist der heutige Kurs des Dollars im Freihandel? Wir zahlen bloß nach dem offiziellen Kurs. Was haben Sie, Dollar oder Reisechecks? Ich möchte einen Reisescheck einwechseln. Kann ich 10 Mark in niedrigen Geldscheinen haben? Bitte wechseln Sie mir diesen Geldschein. Wo kann ich einen Bankscheck kaufen? Ich möchte einen Bankscheck für 250 Mark senden. Communications. For friends at home or abroad, for the business correspondent, here are things to know about. Mail. Wo ist das Postamt? Wie lange ist es offen? Es schließt um 5 Uhr. Wo kann ich Briefmarken kaufen? Welcher Schalter ist für Luftpost? Bitte. Geben Sie mir eine Luftpostmarke. Wo kann ich diese Briefe einwerfen? Ich möchte das per Eilpost senden. Wie viel Porto brauche ich für diesen Brief? Ich möchte diesen Brief einschreiben lassen. Ich möchte 10 Postkarten haben. Kann ich dieses Paket versichern lassen? Was enthält es? Bücher und Drucksachen. Heben Sie meine Post auf, bis ich sie abhole. Bitte leiten Sie meine Post nach München weiter. Senden Sie keine Zeitschriften und Zeitungen. Telegrams and cables. Ich möchte ein Telegramm nach Düsseldorf aufgeben. Wie viel kosten 15 Worte? Senden Sie es sofort. Senden Sie es zum Tagespreis oder zum Nachtpreis? Telephoning. Wo ist das Telefon? Fräulein, ich habe die falsche Nummer gewählt. Hier ist Herr Winter. Kann ich Herrn Braun sprechen?
Nein, er ist nicht zu Hause. Wann erwarten Sie ihn? Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie. Ich will ein Ferngespräch machen. Dies ist ein einfacher Anruf. Ich möchte Chicago um 3 Uhr anrufen. Wie viel kostet ein Gespräch mit New York? Ich bedauere, alle Leitungen sind besetzt. Sagen Sie ihm, dass Herr Lehmann anruft. Unterbrechen Sie mich, wenn 3 Minuten vorbei sind. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Tourist information. Find your way with a minimum of bother by asking questions in German. Wo ist das nächste Reisebüro? Wann fährt der nächste Bus nach Nürnberg? Welches Nationalgericht empfehlen Sie? Ich möchte einen Ort besuchen, wo sich keine Touristen aufhalten. Ich habe eine große Auswahl. Ist dies ein ruhiges Dorf mit wenig Fremdenverkehr? Ja, ganz gewiss. Ist es schwer zu erreichen? Nein, es gibt da einen häufigen Autobusdienst. Gibt es da ein gutes, billiges Hotel? Gewiss. Wir empfehlen das Hotel Metropol. Your health abroad. Should you be unfortunate enough to become ill, you will find assistance more easily and quickly if you know these phrases. Ich habe mir den Magen verdorben. Ich fühle mich nicht wohl. Ich brauche einen Arzt, der Englisch spricht. Ich habe mich geschnitten. Ich habe mich schwer erkältet. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Wo schmerzt es? Ich habe Fieber. Muss ich im Bett bleiben? Mein Rücken tut weh. Herr Doktor, was ist Ihr Honorar? Ich habe Zahnschmerzen. Muss mein Zahn plombiert werden? Muss der Zahn gezogen werden? Wo ist die nächste Apotheke? Können Sie dieses Rezept anfertigen? Wann wird es fertig sein? Ich komme zurück, um es abzuholen. Ich habe meine Brille zerbrochen. Können Sie ein neues Augenglas einsetzen? Sports. The sports enthusiast will frequently find himself off the beaten track, where a few German phrases will enable him to take part. Swimming and bathing. Kann ich mir einen Badeanzug ausleihen? Ist das Schwimmwasser chloriniert? Ich möchte mir ein Handtuch ausleihen. Ist das Handtuch im Eintrittspreis eingeschlossen? Haben Sie Öl gegen Sonnenbrand? Ich möchte eine Kabine mieten. On the golf course. Ich möchte mir einen Satz Golfschläger ausleihen. Besorgen Sie mir einen guten Köcherträger?
Ich will einige Golfbälle kaufen. Wo beginne ich das Golfspiel? Köcherträger, meinen ersten Golfschläger, bitte. At the tennis courts. Was kostet die Benutzung der Tennisplätze? Kann ich einen Tennisschläger haben? Ich möchte eine Büchse Bälle kaufen. Wo ist der Anziehraum für Männer? Fishing and Hunting. Ich brauche eine Angelrute mit Roller, Schnur und Angelhaken. Wo kann ich ein Boot mieten? Wo können wir Forellen fischen? Ich brauche ein Jagdgewehr. Wo kann ich Munition kaufen? Wo jagt man am besten? Wann ist es erlaubt, auf Rotwild zu schießen? Das Jagen ist von Dezember bis März erlaubt. Skiing. Wie viel kostet der Skiaufzug pro Tag? Kann ich mir Skier ausleihen? Other sports. Kann ich zwei Sitzplätze dicht am Ring haben? Wie viel kosten sie? Ist es ein Meisterschaftskampf? Seit wie vielen Tagen kämpfen die Wettbewerber? Wie viele Kilometer müssen sie zurücklegen? Wie hoch sind die Eintrittspreise? Wo ist der Fußballplatz? Conducting business. Now, with some assurance in your knowledge of German, you are ready to engage in commercial transactions. Here are some sentences of particular interest to the businessman. Ich möchte ein Visum haben. Wann kann ich mein Visum abholen? Hier ist meine Ausweiskarte. Für wie lange ist meine Karte gültig? Ich möchte mich mit einer Firma in Verbindung setzen, die Schuhe herstellt. Ich bin hier, die Geschäftsverhältnisse zu prüfen. Ich brauche einen hier ansässigen Vertreter meiner Ware. Wie kann ich die finanzielle Lage einer Firma nachprüfen? Darf ich Ihnen diese Proben zeigen? Kann diese Ware hier hergestellt werden? Wie groß ist Ihre Fabrik? Wie viele Leute beschäftigen Sie? Wie hoch ist Ihr Kapital? Ich möchte Bankreferenzen haben. Ich habe Vollmacht, die Ware in Dollar zu bezahlen. Wohin können Sie die Ware absenden? Key to German pronunciation. Now you have listened to all of your German lessons for the first time. You will want to listen to them again in order to perfect your accent. From here on, as you replay the records, you will be able to imitate the speakers more closely if you study the basic sounds of the German language. Turn back to page 7 of your book. Here you will find a complete listing of the various German vowels and consonants. Your instructor will now pronounce for you the individual sounds
represented by the letters in the left-hand column. And then he will read the German example words in which these sounds occur. We will start with vowels. German vowels have one basic pronunciation, but are either long or short, depending on whether they are followed by one or more than one consonant. A packen, a Vater, e Bett, e Feder, e Verlangen, i Bitte, i Maschine, o Kommen, o Rose, u Mutter, u Buch, ü Typistin. Vowels with umlaut. Observe how a vowel sound is changed when the umlaut is added. Ä ertränken, ä Fähre, ö Göttlich, ö Höflich, ö Füllen, ü Müde. Diphthongs. These vowel combinations do not vary. Ei, rein. Au, Haus. Oi, Beutel. Consonants. Most German consonants are similar to their English equivalents, but listen with special attention to the sounds represented by the letters B, D, and G, which change when occurring at the end of a word. Since consonants cannot be pronounced clearly in isolation, only the example words will be read. Bach, Teich, Lächerlich, Chef, Chlor, Geld, Geizig, Burg, Girieren, Jahre, Journalist, Braun, Sieben, Maus, von, Novelle, Wasser, verzeihen. Consonant combinations. Sechs, Stetisch, Wange, Pferd, Psalm, Quer, Schmutzig, Stuhl, Spielen, Theorie, Hitze. This completes your 40 lessons. I know you are eager to try your new language in conversation, and I am sure you have already become familiar with many words and phrases. Let me remind you that repetition is the key to success. So replay your records over and over until you have absorbed them thoroughly. Auf Wiedersehen und viel Glück.